Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Pilates-Workout, Pilates-Stunde mit mir, heute wieder aus meinem Wohnzimmer. Wie ihr schon kennt, heute habe ich ein kleines Handtuch wieder mit. Das heißt, heute braucht es ein kleines Handtuch für die Stunde, aber jetzt zum Aufwärmen braucht man noch kein Handtuch und wir stellen uns einfach wieder hüftbreit auf, wie wir es schon kennen. Lassen die Knie ganz locker, greifen unsere Schultern nach hinten und lassen den Rest ganz entspannt dabei, schön aufrecht stehen, genau, schön aufmachen, Brust öffnen, macht's noch einmal und dann nehmen wir jeden Arm, kreisen wir dann noch dazu, ganz einen großen Kreis nach hinten machen, bis in die Fingerspitzen wieder gestreckt lassen, machen wir noch zwei Kreise. Und dann wieder zur Mitte kommen. Wir stehen uns einmal auf die Zehenspitzen, einmal zur Decken strecken und wieder absenken. Auf die Zehenspitzen, Fersen lösen und wieder absenken. Ganz lang und groß machen, euch zur Decken strecken. Einatmen groß und zweimal ausatmen, wieder absenken. Ein letztes Mal noch groß machen und wieder absenken. Genau. Dann gleich mal zur Seite beugen, egal welche Seite ihr eigentlich beginnt. Ein Arm über den Kopf, andere Hand rutscht den Oberschenkel entlang nach unten, sodass wir seitlich wieder schöne Dehnung spüren. Andere Seite und dienen. Genau, ebenfalls kurz halten. Und dann wieder zur Mitte zurückkommen. Genau, wieder schön hüftbreit aufstellen. Gewicht wieder gleichmäßig auf die Fußsohlen verteilen. Da machen wir einfach nur ein paar Kniebeugen zum Aufwärmen. Schön nach hinten sitzen sozusagen. Wieder darauf achten, dass die Knie über die Fußspitzen bleiben, dass die nicht nach vorschirmen. Genau. Hinten schön ausstrecken, Rücken gerade lassen. Machen wir nur 4, 3, 2. Ein letztes Mal noch. Und dann wieder nach oben kommen. Wir bleiben gleich so aufrecht stehen. Beugen uns nach vorne lassen. Alles die Hänger baumeln, die Arme baumeln. Nacken ist locker. Rollen Wirbel für Wirbel nach unten. So weit wie wir kommen. Und wieder langsam nach oben aufrichten. Und dann wieder langsam nach unten rollen. Nochmal aufrichten, ein letztes Mal nach unten rollen und dann sitzen wir uns gleich auf die Matte, lassen unsere Beine aufgestellt und nehmen unser Handtuch zur Hand. Das Handtuch wieder, ihr kennt es ein bisschen größer, das nehmen wir zusammengelegt, ein, zwei Mal, der längs noch, wieder an die Enden nehmen wir, beziehungsweise sonst halt nicht an die Enden, aber wichtig ist wieder, dass wir es ein bisschen auseinanderziehen, das Handtuch. Das heißt, wir haben immer eine leichte Aktivität zwischen die Schulterblätter. Das ist ganz wichtig. Ganz aufrecht sitzen, wieder nach hinten rollen, dass der Bauch aktiv ist, Bauchnabel nach innen ziehen und wieder hochrollen auf die Sitzbeinhöcker. Zuerst ganz simpel beginnen, nach hinten und wieder aufrichten. Genau, beim nächsten Mal nach hinten rollen, hinten die Arme nach oben geben, wieder nach vorne aufrollen, Arme nach oben und wieder nach hinten, Arme nach oben, nach vor aufrollen, Arme nach oben, genau. Und dazwischen immer leicht die Enden auseinanderziehen und die Aktivierung bei den Schulterblättern spüren. Und letztes Mal noch die Variante und dann wieder aufrichten. Und beim nächsten Mal gehen wir nach hinten, halten wieder die Bauchspannung und verschieben das Handtuch so parallel zum Boden. Achten darauf, dass die Ellbogen wieder gestreckt bleiben und die Schultern tief. Das ist ganz wichtig. Genau. Nur 4, 3, 2. Letztes Mal. Und wieder zur Mitte und aufrichten. Arme zur Decken strecken und gerne noch absenken, nach vorn beugen. Kurz als die locker lassen und dann wieder langsam nach oben kommen. Wir rollen uns gleich nach hinten wieder.
in unsere Ausgangsposition. Beine sind wieder hüftbreit aufgestellt, Becken ist neutral. Die Arme gehen wir gleich zu Beginn über Kopf. Das Handtuch nehmen wir mit. Haben wir wieder gute Schulterdehnung. Wir rollen wieder langsam mit der Ausatmung Wirbel für Wirbel nach oben. Bewegen die Arme gegengleich nach unten, dass sie knapp über der Hüfte sind. Sie müssen es nicht berühren. Und dann mit der Ausatmung wieder nach unten rollen und die Arme über Kopf geben. Jeder wieder in seinem eigenen Tempo. Wichtig wieder die Enden vom Handtuch ein bisschen auseinanderziehen. Also lange Arme machen und auseinanderziehen. Mit den Fußsohlen wieder gleichmäßig in die Matte drücken. Und Wirbel für Wirbel rollen. Mit der Ausatmung nach oben rollen. Einatmen, halten. Aus, wieder abrollen. Nur zweimal. Letztes Mal. Und wieder nach hinten. Arme kurz über Kopf lassen. Wieder die Beine, Arme rechts, Arme links absenken. Genau, wieder ein bisschen unteren Rücken lockern. Und dann stehen wir es gleich wieder auf, unsere Beine. Nehmen wir die Beine in die Backposition, schließen wir das Knie, berühren sie. Die Arme nehmen wir nach oben, schauen zur Decke und wir halten es wieder gut an die beiden Enden sozusagen an. Aktivieren jetzt wieder unseren Bauch und bewegen Arme, die Beine so ein bisschen nach rechts, wieder zur Mitte und ein bisschen nach links und wieder zur Mitte. Aber Achtung, das ist wirklich nur eine kleine Bewegung und die Hände und das Handtuch sozusagen, die würden wir still halten. Ganz eine kleine Bewegung aus dem Bauch aus. Da wer merkt, er ist zu wackelig und kippt auf die Seite, der lässt einfach das Handtuch kurz weg und nimmt die Arme seitlich, wie wir es sonst haben. Ist natürlich auch eine Möglichkeit, das Handtuch ist jetzt nur Variante. Jeder schaut einfach, welche Variante er macht. Machen wir noch ein, zwei Mal. Jede Seite, mit oder ohne Handtuch. Letztes Mal dann. Und wieder zur Mitte kommen. Wir halten das Handtuch oben, lassen es noch. Bauch wieder ganz aktiv und tipsen im Wechsel. Arme rechts, Arme links mit der Zehenspitze auf die Matte. Immer mit der Ausatmung tipsen. Ein, wieder retour im Wechsel. Noch vier. Drei, darauf achten, dass die Wirbelsäule gut auf der Matte bleibt. Wir ziehen die Enden vom Handtuch noch ein bisschen auseinander. Letztes Mal. Und dann wieder beides absenken. Handtuch mal kurz zur Seite legen. Beine nochmal auslockern. Und dann stellen wir es wieder hüftbreit auf. Wir nehmen gleich nochmal unser Handtuch. Nehmen wir uns schön die Enden, heben Kopf, Oberkörper nach oben an und geben das Handtuch hinter den Kopf, also nicht hinter den Nacken, sondern hinter Kopf, sage ich jetzt einmal. Legen den Kopf wieder ab, schauen, dass die Beine schön hüftbreit wieder eben aufgestützt sind, das Becken neutral. Und mit der nächsten Ausatmung heben wir Kopf, Oberkörper nach oben an. Achtung, Becken kippt nicht. Ups. Und mit der Einatmung halten. Aus, wieder nach hinten ablegen, einatmen, ausatmen, nach oben kommen, einatmen, halten, aus, wieder nach hinten absenken, einatmen. Wir machen vierer Atmung und da jetzt ganz wichtig, nicht am Nacken reißen natürlich, sondern mit die in dem Fall geraden Bauchmuskeln nach oben kommen, kurz die Spannung halten und wieder absenken. Machen wir nur drei. Jeder wieder in seinen eigenen Atemrhythmus. Nur zwei. Letztes Mal. Und dann wieder nach hinten ablegen. Und beim nächsten Mal schauen wir, also wir lassen das Handtuch jetzt auch hinter den Kopf und beim nächsten Mal machen wir unsere Drehung. Also das heißt, wir drehen Arme, linke Ellbogen zu rechten, Oberschenkel oder Knie. Und zur Mitte und einmal rechter Ellbogen zum linken. Und da ist jetzt wichtig auch wirklich, dass wir nicht wieder reißen. Da kann man jetzt total fest am Nacken ziehen.
Das wollen wir vermeiden, also wirklich aus dem Bauch auszuarbeiten und Becken wieder ganz still lassen. Und wie man da jetzt sieht, wir gehen nicht ganz nach hinten. Das heißt, wir legen nicht ganz ab, wir bleiben hoch und immer mit der Ausatmung drehen wir uns ein, wieder zur Mitte. Aus, dran, ein, zur Mitte. Nur 3, 2, letztes Mal. Wieder zur Mitte und absenken. Dann darfst du das Handtuch mal rausnehmen. Manchmal spüren wir es ein bisschen in die Arme, weil man es gar nicht gewohnt ist. Weil normal hat man die Hände oder die Finger ja immer hinter den Kopf verschränkt und ist das Handtuch halten gar nicht so gewohnt. Genau. Beine nun mal aufstellen. Wir legen die Handflächen wieder auf die Oberschenkel und zwar sitzen wir wieder bei der Hüfte an. Fingerspitzen schauen zum Knie oder Richtung Knie. Mit der Ausatmung wieder Kopf, Oberkörper anheben, mit die Hände Richtung Knie rutschen, einatmen, halten, aus, wieder retour und wieder nach oben rutschen, Achtung, das Becken nicht kippen und wieder nach hinten. Wer kann und mag, muss auch nicht ganz nach hinten gehen, nicht ganz ablegen, kann man aber ruhig. Wichtig, die Handflächen bleiben wieder verbunden mit den Oberschenkel. Und die Fingerspitzen eben so weit wie es geht Richtung Knieschirm. Macht's noch 3. Mit der Atmung aus, nach oben, einhalten, aus, wieder retour. Letztes Mal nach oben rutschen, wieder nach hinten ablegen und kurz wieder durchatmen. Und dann strecken wir gleich mal unsere Beine aus. Ich weiß nicht, ob mein Hund im Hintergrund dort, der dort auch arbeiten, auf seine Art und Weise dort der Turnen. Wir nehmen nur mal unser Handtuch, Beine bleiben ausgestreckt. Die Arme gehen wir über den Kopf, das ist eine ganz lange gestreckte Linie. Die Zechenspitzen strecken wir nach unten mit der Einatmung, heben wir Kopf, Oberkörper an. Ausatmen, nach oben aufrichten, in leicht C-Kurve sitzen bleiben und wieder die Enden auseinanderziehen. Und wieder langsam nach hinten abrollen und uns lang machen. Und wieder ein. Und aus, nach oben rollen, Rücken leicht rund wieder lassen, Schultern aber tief und wieder nach hinten im Wechsel. Nur 2 bis 3 Mal. Jeder wieder in seinem eigenen Tempo und Atemrhythmus. Letztes Mal wieder nach oben rollen. Und dann bleiben wir gleich sitzen. Und zwar, wir behalten das Handtuch bei. Beginnen mit dem rechten Bein, rechtes Bein anheben. Das Handtuch ist vor dem Schienbein, kann man sagen. Wir gehen leicht nach hinten, der Bauch ist wieder ganz aktiv und ziehen uns wieder so auf, sodass das Handtuch wieder vor dem Schienbein ist. Also immer so im Wechsel. Das Bein bleibt angehoben, die Arme sind lang, die Enden ziehen wir wieder ein bisschen auseinander, Schultern tief lassen und im Wechsel. Bauchnabel. Gut, nach innen ziehen, nur 5, 4, 3, 2, letztes Mal und dann nach oben kommen und die Seite wechseln. Anderes Bein, bei mir ist das linke. Und wieder beugen, strecken, der Bauch ist während der Übung ganz aktiv, schütteln, wie gesagt, tief lassen, die Enden leicht auseinanderziehen, auch noch 3 bis 4. Letztes Mal. Und dann wieder nach oben kommen, Hand doch mal weglegen. Und alles locker lassen, nach vorbeugen, durchatmen und dann wieder langsam aufrichten, genau. Und dann holen wir uns gleich wieder nach hinten auf die Matte, in die Rückenlage. Legen das Handtuch einmal
kurz weg, verschränken die Finger, geben die Hände hinter den Kopf, nehmen die Beine wieder in die Bankposition und machen unseren diagonalen Ellbogen zu Knie mit der Ausatmung, unseren Criss-Cross, immer ein Bein wegschirmen mit der Ausatmung von der Hüfte, verlängern, genau. Nun 4, 3, 2. Letztes Mal. Und dann wieder zur Mitte und nach hinten den Kopf ablegen, die Arme wieder rausnehmen. Gleich die Hände auf die Knie geben, Kopf-Oberkörper wieder anheben, Beine in die Bankposition. Und mit der Einatmung wieder Arme und Beine ausstrecken, aus, wieder zurück zur Mitte. Ein, ausstrecken, aus, zur Mitte. Jeder sucht sich wieder sein Winkel und sein Schräge. Auf alle Fälle kein Hohlkreuz machen. Mit der Einatmung ausstrecken, aus, wieder retour. Mach mal nur 3, 2. Letztes Mal. Und dann wieder nach hinten ablenken. Durchatmen. Und dann kalten wir uns gleich das rechte Knie beim Oberkörper, strecken das linke Bein aus und dehnen kurz unsere rechte Hüfte an. Einfach kurz halten, restlicher Körper darf sich entspannen. Durchatmen. Beine mal zur Decke strecken, wie das Fußgelenk kreisen oder im Wechsel Fersenschub und Zehen ausstrecken. Genau. Und dann wieder mit Fersenschub beenden. Linkes Bein lassen wir auf der Matte liegen, verankern die Ferse gut in der Matte, Arme seitlich. Und wir machen wieder mal unsere Beinkreise. Wir beginnen nach innen zu kreisen, das ist mit dem rechten Bein gegen einen Uhrzeigersinn, machen schöne große Kreise, allerdings nur so groß, dass der restliche Körper, die Hüfte, nicht mitwackelt und das Bein bei jedem Kreis gut zum Oberkörper, zum Rumpf herziehen. Und dann wechseln wir mal die Richtung im Uhrzeigersinn kreisen und die Arme drücken leicht im Boden, nur 3, 2, letztes Mal, letzter Kreis, Bein wieder beugen, ausstrecken, auslockern kurz, den Unterschied spüren zwischen beide Beine, das rechte Bein kommt euch jetzt vielleicht ein bisschen länger vor und dann schnappen wir uns gleich das linke Knie, ziehen das zum Oberkörper auf. Wieder andehnen von der linken Hüfte, wieder kurz halten und dann das Bein zur Decke strecken, entweder wieder Fußgelenk kreisen oder eben im Wechsel Fersenschub und Zehen ausstrecken. Genau. Und dann wieder mit Fersenschub beenden, rechte Ferse gut in der Matte wieder verankern, Arme seitlich und mit dem linken Bein unsere Beinkreise machen und da beginnen wir jetzt wieder nach innen und innen ist in dem Fall im Uhrzeigersinn. Genau, wieder schöne große Kreise, restlicher Körper stillhalten. Und dann wechseln wir mal die Richtung nach außen, kreisen gegen den Uhrzeigersinn. Noch 3, 2. Letzter Kreis. Bein wieder beugen, ausstrecken und mal kurz auslockern. Genau. Die Arme seitlich, jetzt neben die Hüfte platzieren.
die Beine aufstellen, wieder schön hüftbreit. Wir schnappen uns nun unser Hund durch und rollen einmal nach oben in die Brücke sozusagen. Geben die Arme jetzt zur Decke, also so über der Hüfte ungefähr. Am besten, vielleicht senken wir sogar ein bisschen Richtung Hüfte ab, also nicht ganz gerade, bis sie Richtung zur Hüfte. Die Enden wieder gut auseinanderziehen und die Arme sind wie gesagt ganz lang. Und jetzt beginnen wir mal mit der linken Seite. Wir heben das Bein an, sodass wir mit dem Knie gegen das Handtuch dipsen und stellen es wieder ab im Wechsel. Also anheben, dipsen und wieder dann auf die Matte. Ausatmen, anheben, ein, dipsen. Aus, ein, aus, ein. Nehmt das Handtuch einfach so hoch, dass das Knie das Handtuch erwischt. Einmal noch. Und dann das Bein wieder abstellen, Seite wechseln und andere Seite. Das Handtuch oder die Arme aber ganz ruhig halten. Genau. Gut balancieren. Nur 3 bis 4. Letztes Mal. Und dann das Bein wieder abstellen, langsam das Becken nach unten rollen, das Handtuch wieder weglegen, die Knie schnappen und aufziehen und den unteren Rücken ausgleichen. Und dann behalten wir uns gleich die Knie da, heben Kopf, Oberkörper an, machen so einen runden Rücken und rollen uns nach oben in die Sitzposition, strecken unsere Beine nochmal aus, einmal kurz sie locker lassen, durchatmen und dann wieder langsam aufsitzen. Und dann schnappen wir uns gleich nochmal unseren Hund durch und sitzen uns ganz gerade hin. Stellen wir die Beine ein bisschen auf, zumindest dass wir die Fersen in die Matte schirmen oder ein bisschen in die Matte drucken. Wir sitzen, wie gesagt, ganz gerade, Arme sind ausgestreckt. Wir drehen jetzt zu Beginn den Oberkörperarme nach rechts, so weit es geht. Beugen die Ellbogen, also Handtuch kommt zum Brustbein, wieder ausstrecken, andere Seite dran, beugen, strecken und wieder nach rechts, immer im Wechsel. Und die Schultern dabei gut tief lassen, nicht aufverziehen, Nacken bleibt ganz lang, Scheitelzeug zu dicken. Wir richten uns immer wieder voll gut auf, Wirbelsäule ganz gerade, sitzen auf die Sitzbeinhöcker. Genau, noch einmal jede Seite. Und dann wieder zur Mitte zurück. Wir haben auch ganz kurz durchatmen, Arme Rücken rund machen und sonst noch Arme sitzen bleiben, die Arme zur Decke strecken. Nur nach rechts dran, Ellbogen beugen, das Handtuch darf auf dem Scheitel tipsen sozusagen oder berühren. Wieder zur Decke strecken und andere Seite dran. Immer im Wechsel. Und wieder gut das Handtuch auseinanderziehen. Nur 4, 3, 2. Schön dran noch. Ganz groß, noch nicht kleiner werden in der Wirbelsäule, letztes Mal. Und dann wieder zur Mitte zurück. Und jetzt einmal alles Handtuch weglegen und nochmal alles locker lassen, durchatmen. Genau. Und dann wieder nach oben kommen. Wir nehmen uns gleich nochmal das Handtuch, stellen die Beine auf, rollen uns leicht nach hinten nochmal. Rückenlager, Beine könnt ihr kurz abstellen. Gebt das Handtuch nochmal hinter den Kopf, nehmen die Beine wieder so nach oben in die Bankposition und beginnen jetzt mal zum Radl fahren. Schöne große Drehbewegungen, den Bauchnabel wieder ein bisschen nach innen ziehen, Ellbogen schön seitlich halten. Genau. Noch 3 große Bewegungen und dann treten wir mal retour mit schön durchgestreckten Bein nach oben. Genau. Nur 5, 4, 3,
zwei. Letztes Mal. Wieder langsamer werden und die Beine wieder abstellen und durch auszunehmen, wickeln. Und nochmal kurz durchatmen. Genau. Einmal nur die Beine aufgestellt lassen, Hände noch einmal verschränken, dass wir gleich den Vergleich haben. Hinter den Kopf wieder platzieren, so ist gewohnt, sage ich mal. Genau. Wir lassen gleich wieder Kopf-Oberkörper ankommen. Nehmen wir die Beine in die Bankposition, machen wieder unseren Crisscross sozusagen, strecken aber jedes Mal jetzt das Bein, was sozusagen beim Körper ist, durch und dann wechseln wir erst. Also Ellbogen zu Knie, Bein strecken, wieder beugen, dann erst wechseln. Genau, also so eine kleine Variante. Macht es nur 3, 2, letztes Mal und dann wieder zur Mitte und absenken kurz. Durchatmen. Genau. Und dann lassen wir gleich die Beine noch einmal in der Bankposition, dass sie Arme seitlich hinlegen. Wir strecken die Beine weg, also jetzt entweder zur Decken, das Rückenschonender oder eben in einem leichten Winkel. Achtung, wieder kein Hohlkreuz machen und beugen dann immer sozusagen ein Bein. Also wie wenn das der Fuß so auf der Innenseite vom gestreckten Bein sozusagen Richtung Knie rutschen wird. Und der restliche Körper bleibt ruhig und der Winkel, sozusagen, den wir ausgesucht haben, der bleibt auch. Also beugen, das andere Bein bleibt gestreckt. Wieder retour rutschen, dann rutscht das andere Bein und streckt sie wieder. Bauch ist ganz aktiv, Bauchnabel wieder nach innen zogen lassen. Nur 4, 3, 2, letztes Mal und dann die Beine wieder beugen und abstellen und gern wieder lockern, dann unteren Rücken. Genau. Beine noch ein letztes Mal aufstellen, Hosen richten, die Hände, die Finger noch einmal verschränken, die Hände hinter den Kopf, Beine noch mal nach oben anheben. Und dann machen wir noch was für den Unterbauch. Wir schauen wieder, dass wir mit der Ausatmung das Becken so ein bisschen anheben können und mit der Einatmung wieder absenken. Also anheben und wieder retour. Anheben und retour im Wechsel. Nur 4, 3, 2, letztes Mal und dann wieder absenken, den Kopf absenken, kurz nochmal durchatmen und die Beine wieder aufstellen. Wir nehmen die Arme mal zur Decke, Fingerspitzen schauen zur Decke, die Handflächen schauen zueinander, nehmen die Beine in die Bankposition, die Beine haben einen leichten Abstand, also die Knie berühren sie in dem Fall nicht, machen eine kleine Koordinationsübung dazu und eine Rumpfübung. Wir bewegen einmal den rechten Arm nach hinten und strecken das linke Bein aus, die anderen zwei sozusagen unter nichts und einmal linker Arm, rechtes Bein, also immer diagonal wieder schauen, dass wir natürlich nicht ins Hohlkreuz kippen. Und wichtig ist jetzt aber, dass wir machen keinen Hampelmann, also wir machen nicht dieses, sondern wir achten darauf, dass zwei Parteien immer still sind, die dann nichts sozusagen. Das ist die kleine Koordination dabei. Nur 4, 3, 2,
Mal. Und dann wieder absenken mit den Händen, gleich die Knie greifen, Kopf-Oberkörper anheben und nach oben aufrollen. In die Sitzposition kommen wir wieder richtig auf der Matte platzieren. Mit den Händen in die Kniekehle greifen, ganz gerade sitzen bleiben und gleich im Wechsel immer einen Unterschenkel sozusagen ausstrecken, wegstrecken im Knie. Und eben darauf achten, dass wir im Rücken nicht rund werden, sondern dass wir schick gerade sitzen bleiben. Wir dürfen uns mit den Händen, dürft euch auch anhalten, in der Kniekehle. Machen wir nur 4, 3, 2. Letztes Mal. Und dann wieder absenken. Und dann drehen wir uns einmal auf die Seite. Nehmen wir uns auf die Seite, wir gehen wieder auf der Seite, Beine sind wieder ausgestreckt, übereinander, Becken ist wieder senkrecht zur Matte, Arm ist wieder vorn, Hand ist vorn aufgestützt, genau. Und wir beginnen wieder mit unseren Seitlifts, dazu den Bauchnabel ein bisschen nach innen ziehen, schauen, dass, dass der Hüftknochen nicht gleich zu weit hinten startet und wieder mit der Ausatmung beide Beine nach oben anheben, einatmen bis knapp über der Matte absinken, im Wechsel, genau, jeder wieder in seinem eigenen Tempo, wer kann und mag, kann den Arm wieder zur Decke strecken oder auf der Hüfte ablegen, je nachdem, wichtig wieder, dass wir da mit der Hüfte ganz ruhig bleiben, dass wir nicht ausweichen, genau, machen wir noch 4, 3, 2. Letztes Mal. Und dann wieder absenken. Genau. Kurz wieder durchatmen. Und dann gleich nochmal beide Beine nach oben anheben, geschlossen lassen und wieder nach hinten beugen und ausstrecken. Wer kann und mag, kann das Ausstrecken auch schneller machen. Also die Beine langsamer beugen und schneller durchstrecken mit so einem Schwung sozusagen. Das geht ein bisschen mehr auf die Taille. Man spürt es ein bisschen mehr, wenn dieser aber zu ist. Der macht es langsam. Der streckt es und beugt es langsam. Und achtet eben drauf, dass das untere Bein vor allem gut von der Matte weg ist. Und jetzt ist es eben fast besser, dass man den Arm wieder übernimmt und nicht zu decken lässt. Nur 2 bis 3. Letztes Mal. Und wieder absenken. Wir beugen das Bein gleich. Also beide Beine gleich beugen. Machen unseren Knieöffner zum Ausgleich. Einfach ein paar Mal. Oberes Bein wieder so weit wie es geht öffnen, die Fersen oder die Innenkanten bleiben geschlossen oder berühren sie, bleiben in Kontakt, macht es noch 2 Mal, letztes Mal und dann wieder schließen und dann drehen wir beide Knie wieder so Richtung Matte, beide Füße sozusagen schauen Richtung Decken und wir machen nochmal diesen Knieöffner in dieser ungewohnten Position und achten wieder darauf, dass das untere Bein eben so nach oben bleibt und trotzdem schauen, das bewegende Bein so weit wie es geht aufmachen, man spürt es dann eh seitlich, da zeigt es dann ein bisschen und wir bauen eine kleine Variante nur ein mit Öffnen, Strecken, Beugen, Schließen. Öffnen, strecken, beugen, schließen. Unteres Bein ganz ruhig halten. Oberes Bein so weit wie es geht aufrotieren. Nur 2 Mal. Letztes Mal. Und dann wieder schließen. Das Bein absenken und kurz durchatmen und gerne ein bisschen ausklopfen oder streichen, genau. Und zum nächsten kommen wir mal wieder leicht langsam nach oben, leicht in Unterarmstütz, lassen die Beine
gleich wieder gebeugt. Schulter ist wieder ganz frei. Wir beginnen mit der Einatmung nach oben. Ausatmen, unter der Schulter durchschauen. Einatmen, wieder nach oben. Aus, absenken. Immer schön wechseln. Die Schulter darf gerne mal stützen, dabei ganz frei lassen. Nicht einsinken. Hüfte schön zerdecken, Schirm. Macht es nur 2 bis 3 Mal. Letztes Mal nach dem, was gerade macht. Und wieder absenken. Und dann wechseln wir gleich mal die Seite. Andere Seite auflegen. Wieder schön die Beine ausstrecken, Becken senkrecht zur Matte. Knie sind durchgestreckt, Arm oder Hand starten wir aber wieder vorne, Bauchnabel nach innen, Hüftknochen wieder schön zur Decke schauend, nicht zu weit nach hinten starten und wieder mit der Ausatmung beide Beine anheben, ein bis knapp über der Matte absenken, Bauchnabel ein bisschen nach innen ziehen, wie gesagt, und schön im Wechsel und ganz ruhig bleiben und wer kann und mag, wieder den oberen Arm wegstrecken oder eben auf den Oberschenkel ablegen. Eins von beiden. Noch 4, 3, 2. Letztes Mal. Und dann wieder absenken, aber nur ganz kurz die Spannung auszunehmen. Gleich wieder die Beine anheben, unteres Bein so gut es geht weglassen von der Matte, die Höhe beibehalten und jetzt wieder im Wechsel beugen, strecken, Mermaid, Meerjungfrauenübung und wer kann und mag wieder mit seinem Nachdruck strecken, mit seinem dynamischen Schlag, wie man sagt, Flossenschlag nenne ich es immer in der Stunde. Genau. Und die Knie oder die Beine dabei gut geschlossen lassen. Nur 4 ebenso. 3, 2, machen wir ein bisschen zügiger, einmal noch ein letztes Mal und dann wieder absenken. Ihr dürft die Beine auch gleich beugen, als Entlastung vom unteren Rücken. Wir schließen gleich mit dem Knieöffner an, im Wechsel wieder das obere Bein so weit es geht aufrotieren und wieder schließen. Fersen oder Innenkanten wieder zusammenlassen, geschlossen, nur 2 Mal. Und dann wieder schließen und dann mit geschlossenen Knien sozusagen die Füße Richtung Decken schauen lassen. Selbe Übung nochmal, also sozusagen in dieser Position jetzt wieder Knieöffner, Innenkanten bleiben schön zusammen. Und wieder darauf achten, dass man das Bein so weit es geht aufrotieren. Man spürt es wieder seitlich. Geht so weit, wie es gespürt. Und dann wieder die Variante öffnen, strecken, beugen, schließen. Öffnen, strecken, beugen, schließen. Unteres Bein behält die Höhe, behält die Position. Verändert sie nicht, nur 4 Mal. 3, 2. Jetzt für die Beine ja ein letztes Mal noch. Dann spüren wir es wahrscheinlich eh schon ordentlich. Ich zumindest. Und dann wieder absenken. Gerne ein bisschen ausklopfen, streichen, was immer angenehm ist. Und dann wieder nach oben kommen. Unterarmstütz wieder schön hier richten, Beine sind gebeugt, mit der Einatmung wieder nach oben wegschieben, ausatmen, unter der Schulter durchschauen, einatmen, retour, aus, absenken, 4 Schritte.
untere Schulter auf die Arme stützen, wieder schief reinlassen, weg vom Ohr. Macht es noch dreimal circa. Und so gut wie es geht, wieder dran, also drehen in der Brustwirbelsäule. Schön mit dran, wie wenn es mit der Hand was greifen wolltet. Unter der Schulter sozusagen. Letztes Mal dann. Und dann wieder absenken. Und wir drehen uns auf den Bauch. Bauchlage. Genau. Und in der Bauchlage starten wir heute wieder mit angewinkelten Armen sozusagen. Vielleicht muss ich das noch hinrutschen, weil die Arme ausstrecken. Also Ellbogen sind wieder eng am Körper. Die Handflächen zur Matte, Fingerspitzen sind knapp über die Schultern. Blick ist wieder zur Matte, Nacken ist lang. Brustbein ist leicht angehoben. Wir lösen unsere Unterarme, wir haben schon eine leichte Spannung. Bauchnabel ist schon nach innen gezogen, Beckenboden ebenfalls. Wir strecken die Arme aus und beugen es wieder. Einatmen, ausstrecken, aus, wieder beugen im Wechsel. Und der Oberkörper, das Brustbein behält die Höhe sozusagen. Jetzt bewegen Sie nur die Arme. Rücken ist ganz aktiv. Nur 4, 3, 2. Letztes Mal. Und dann wieder absenken, die Stirn ablegen. Auf die Handrücken. Und wieder durchatmen. Und als nächster machen wir eine kleine Variante von der Übung. Ihr kennt, die meisten kennen sie eh schon. Und zwar, man startet wieder, in der Ausgangsposition ist dieselbe. Man startet mit der Nasenspitze ein bisschen weiter oder näher bei der Matte. Hebt sozusagen mit der Einatmung beide Arme weg, die Arme sind gebeugt. Ausatmen, ausstrecken, Halbkreis nach hinten, bleibt hoch. Beugt die Arme wieder und senkt wieder ab. Also nach oben, ausstrecken, so. Ja, das Schwimmtempo nach hinten, die Fingerspitzen zeigen nach hinten. Man bleibt hoch, beugt nur die Ellbogen, senkt wieder ab. Und das sollte dann so eine fließende Bewegung werden. Die Beine dabei wieder liegen lassen, Bauchnabel leicht nach innen zogen. Blick bleibt nach unten, nur dreimal. Nur zweimal. Letztes Mal. Und dann wieder absenken und die Stirn wieder ablegen auf die Handrücken. Genau. Einmal durchatmen und dann lassen wir die Stirn mal ganz kurz liegen, aktivieren unseren Bauchnabel, senken gut nach innen, drücken die Schambeine sogar so ein bisschen auf die Matte fast und lösen unsere Beine, also beide Beine gleichzeitig wegheben, Knie gestreckt lassen, ganz wichtig, und jetzt die Höhe sozusagen behalten und im Wechsel die Beine, Arme beugen und stricken, beugen und stricken, beugen und stricken. Bauchnabel nur gut nach innen gezogen lassen, Schambein auf die Matte drücken, nur 4, 3, 2. Letztes Mal. Und dann wieder absenken, kurz ein bisschen hin und her wackeln mit dem Becken. Genau.
Und dann darfst du da mal mit den Händen zu den Fußgelenken greifen. Blick ist eher so nach unten, sage ich mal. Von der Übung gibt es dann nur Variante, wer jetzt die erste Variante nicht kann. Das heißt, wir greifen zu den Fußgelenken, heben Kopf, Oberkörper ein bisschen nach oben an, die Füße, also die Füße sozusagen, die Fußgelenke drücken gegen die Hände und ziehen den Oberkörper so ein bisschen nach oben. Und wenn es geht, heben wir die Knie an, also ein bisschen weg von der Matte. Und dann wieder retour absenken, nicht ganz vielleicht. Und wieder nach oben auf. Blick geht nach vor. Und wieder absenken. Und wieder aufziehen. Und absenken. Und wenn das zu ist, dann kann das auch immer einseitig machen. Also da kann ein Bein ausgestreckt lassen. Nimm zum Beispiel jetzt die rechte Seite und mach das rechts. Und wieder absenken. Man kann es einseitig genauso machen. Ist leichter. Jeder macht es in dem Ausmaß, wie es für ihn passt. Da kann man dann nochmal die Seite wechseln. Andere Seite. Genau. Nur dreimal. Oder eben die beidbeinige Variante. Letztes Mal. Und wieder absenken. Die Stirn nochmal ablegen, kurz durchatmen. Genau, alles lockern, Rücken wieder auslockern. Und dann zum Schluss Oberkörper nochmal anheben, Arme nach vorne ausstrecken. Wir beginnen mit leicht angehobenem Brustbein und schauen jetzt sozusagen, dass wir diagonal rechter Arm linkes Bein, linker Arm rechtes Bein anheben, als würde uns wer auseinanderziehen, also würde vorne und hinten wer stehen und uns richtig lang machen. Und wie ihr seht, das Brustbein bleibt hoch. Also das Brustbein nicht absenken. Wer kann und mag, kann das auch in der Luft machen. Da ist man halt dann ein bisschen mehr gefährdet, sage ich mal, dass man ins Hohlkreuz fällt. Deswegen macht es entweder statische. Und wer es kann, kann natürlich gern das Dynamische mit beide Arme, beide Beine auch machen. Nur 4, 3, 2, letztes Mal und dann wieder absenken und dann sitzen wir uns einmal zurück in die Rastposition, machen ganz einen runden Rücken, durchatmen, Kopf ablegen, Arme nach vorne oder auch nach hinten, geht genauso, was immer angenehm ist. Und dann kommen wir wieder langsam nach oben. Genau. Einmal richten. Und dann kommen wir gleich in den Vierfüßlerstand. Genau, die Hände wieder schön unter die Schultern, die Knie unter die Hüften. Und machen einfach nur zum Ausgleich jeder 2 bis 3 Mal Katzenbuckel, Pferderücken, also ganz einen runden Rücken machen. Bauchnabel fest nach innen ziehen. Und wieder leichtes Hohlkreuz sozusagen. Letztes Mal. Und dann wieder in seine Mittelposition zurückkommen, also neutral, Bauchnabel leicht nach innen ziehen. Und dann machen wir heute einmal, dass wir das rechte Bein nach hinten stellen. Wir heben es nach oben an. Und machen wieder Knie zur Nasenspitze ziehen, mit der Ausatmung ein, wieder ausstrecken. Aus, Knie zur Nasenspitze, ein, wieder ausstrecken. Im Wechsel. Und Achtung, den Bauchnabel dabei jetzt nicht verlieren, das heißt immer schön, wenn man Bein wegstrecken, den Bauchnabel leicht nach innen ziehen, nur einmal. Und beim nächsten Mal schließen wir gleich an, dass wir den diagonalen Arm wegstrecken. Also rechtes Bein bleibt, linker Arm und jetzt Ellbogen zu Knie. Also wir schließen gleich an.
bleiben in der Belastung, ist ein bisschen intensiver jetzt natürlich mit Arm mitnehmen. Nur 2 bis 3. Letztes Mal. Und dann abstellen. Und gleich die Seite wechseln. Zuerst wieder nur mit dem Bein beginnen. Linkes Bein wegstellen. Anheben, wieder Nasenspitze. Ausstrecken. Nasenspitze. Ausstrecken. Im Wechsel. Einmal einen runden Rücken machen. Und wieder strecken. Nur 2 Mal. Und beim nächsten Mal nehmen wir jetzt sozusagen den rechten Arm dazu, gleich im Anschluss, ohne Pause, wenn es geht. Einatmen, strecken, aus, wieder rund. Einatmen, strecken, aus, wieder rund. Ups. Schönes Gleichgewicht halten, nicht umfallen, so wie gerade. Nur 2 Mal circa. Letztes Mal. Und dann wieder zurücksitzen in Fersensitz. Alles locker lassen, durchatmen. Genau. Wieder ausgleichen. Und dann wieder langsam nach oben kommen. In Vierfüßlerstand. Wieder schöne Ausgangsposition einnehmen. Hände wieder schön aufgestützt, aufgefächert, Beine wieder einen leichten Abstand lassen. Und jetzt bleiben wir mit gestreckten Ellbogen und gehen einmal mit dem Gewicht über die Hände drüber und wieder retour. Also über die Hände drüber und wieder retour. Ist eine kleine Bewegung. Ellbogen gestreckt lassen, Schultern weg von den Ohren. Und wir stellen uns vor, der Rücken wäre wie so ein Tisch, der bleibt gerade. Also wir machen wieder einen Hängebauch, nur einen Rundrücken, machen wir noch einmal. Genau. Und beim nächsten Mal ist die Variante, wir stellen die Zehenspitzen auf, gehen nach vor, beugen minimal den Ellbogen, wieder strecken und retour. Also drüber, beugen. Strecken, retour. Langsam. Ski beugen, aber kein Liegestütz machen. Also wirklich nur ein bisschen beugen. Schultern weiterhin Ski weg von den Ohren lassen. Nur 2 bis 3. Ordentlich Gewicht am Schultergürtel. Bringen Brustmuskeln, Armmuskeln. Letztes Mal noch. Dann wieder Zehen ab, legen einmal nach hinten sitzen, die Handflächen nach oben dran, die Daumen nach außen. Kurz wieder durchatmen und wieder nach oben kommen. Und dann kommen wir noch einmal in den Vierfüßlerstand, stellen die Zehen sozusagen auf und schauen, dass wir einmal so die Beine rechts und links so an der Mattenkante sozusagen ungefähr platzieren und gehen dann in so einen, wie so einen Stütz. Also wir sind in einem Stütz und die Beine sind rechts, links von der Matte. Und dann gehen wir immer einmal nach oben, gipsen mit der rechten Hand zum linken Fuß sozusagen, gehen wieder retour. Linke Hand zum rechten Fuß. Immer im Wechsel. Genau. Nach oben und wieder nach vor. Nicht durchhängen, immer schön im Wechsel tipsen. Genau. Nur 3 bis 4. Bauchnabel gut nach innen ziehen. Wieder die Schultern schön weg von den Ohren lassen. Meine Matte rollt sich ein bisschen auf. Genau. Einmal noch jede Seite.
Letztes Mal. Und dann wieder zur Mitte kommen. Eigentlich nochmal nach hinten sitzen, in den Fersensitz. Und nochmal ein bisschen locker lassen. Da hat man Handgelenke. Ein bisschen bewegen. Genau. Und dann zum Schluss wieder langsam nach oben kommen. Genau. Wir kommen nochmal auf die Knie, schnappen uns das Handtuch nochmal, knien uns auf die Matte, lassen wieder einen leichten Abstand zwischen die Knie, dass wir ein bisschen einen besseren Stand haben, geben die Arme zur Decke, ziehen das Handtuch wieder ein bisschen auseinander an die Enden, beugen uns jetzt Arme nach rechts, so weit es geht und ziehen uns sozusagen mit der gegenüberliegenden Rumpfseite links auf. Also deswegen schien zur Seite beugen und wieder aufziehen. Zur Seite, soweit es geht, und wieder aufziehen. Ellbogen gestreckt lassen, Rumpf gestreckt lassen, alles ist ganz lang. Genau. Und nicht irgendwie im Rücken verdrehen, also wirklich schön zur Seite beugen. Und wieder auf. Nur zweimal jede Seite. Arme, Fingerspitzen, Schirm nur gut zur Decke. Letztes Mal. Einmal noch. Und wieder zur Mitte und absenken. Und zum Schluss, wir halten uns das Handtuch gleich, stellen wir das linke Bein auf, rechtes Bein stellen wir die Zehen auf, kommen sozusagen in Ausfallschritt. Schauen, dass das vordere Bein so leicht gebeugt bleibt. Hinteres Bein ist gestreckt. Wir nehmen wieder unsere Arme nach vorn. Handtuch ziehen wir auseinander, Schultern bleiben tief und machen einen großen Ausfallschritt. Also nicht zu eng stehen, weil eng geht nicht. Also schön einen großen Ausfallschritt machen und jetzt mit dem hinteren Bein Arme beugen und wieder strecken. Beugen, strecken. Nur das hintere. Beugen, strecken. Restlicher Körper aufrecht, Scheitel circa zerdecken, Enden ziehen wieder auseinander, Schultern sind tief, nur 4, 3, 2, letztes Mal, und darfst die Arme kurz runternehmen, Seite wechseln, wieder großen Ausfallschritt machen. Vorderes Bein leicht gebeugt, hinteres gestreckt und wieder beugen, strecken, beugen, strecken. Genau. Enden auseinanderziehen, Scheitel zerdecken. Und nur 4, 3, 2. Letztes Mal. Und wieder nach vorne kommen, Beine auslockern, genau, Handtuch wegschmeißen. Und zum Schluss stimmen und machen wir heute besonders, stimmen wir uns einmal zu einem Mattenende. Ein bisschen so, dass die Matte vor euch ist. Und sozusagen stellen wir uns ein bisschen breiter auf wieder, nie zu eng. Rollen uns wieder so nach unten, jetzt haben wir schon aufgewärmt und gedehnt. Ihr dürft die Knie natürlich auch ein bisschen beugen, wenn es jetzt nicht so nach unten kommt. Und dann wandern wir auf der Matte nach vor, bis in Stütz, wenn es geht. Und wandern wieder zurück und richten uns auf. Und wieder nach unten, nach vor kommen, Stütz halten und wieder zurückwandern, aufrollen, wer mag, Arme zur Decke strecken und wieder nach unten, vorwandern, halten, Brettel hart machen, Bauch aktiv, Rücken aktiv und gestreckte Beine oder leicht gebeugt, genau, wieder zurück und auf, Arme zur Decke, machen wir noch zweimal ungefähr. Kurz halten. Ja.
Letztes Mal. Nochmal einmal kurz halten. Wieder retour wandern. Wir lassen den Kopf kurz unten. Die Hände so gut es gehen zur Matte, können in der Luft sein. Mit den Füßen vielleicht hüftbreit. Und im Wechsel noch einmal rechtes, einmal linkes Knie beugen und strecken. Und dann zum Schluss wieder langsam Wirbel für Wirbel nach oben rollen. Schüttern und Kopf als letzter heben. Genau. Schüttern nochmal ein bisschen nach hinten. Aufmachen und nochmal zwei dicken Strecken ganz lang machen. Tief einatmen und zu jeder Seite ausstrecken. Danke fürs Mitmachen. Ich wünsche euch schöne Ostern auf diesem Wege. Ein schönes Fest im Kreise eurer Liebsten. Und ja, bis nächste Woche. Tschüss.